Hallo, heute zeige ich euch, wie man Funktionsgleichungen aufstellen kann. So, wir haben eine lineare Funktion und dabei sind uns zwei Punkte gegeben, einmal P1 und einmal P2. Ich mache als erstes eine Skizze. Das mache ich auch immer für mich selber, damit ich erstmal sehe, wie die Funktion circa aussieht. Hier ist etwa P1 und hier ist etwa P2. Eine lineare Funktion ist eine Gerade, die durch die beiden Punkte durchgeht. Und diese Gleichung der Geraden wollen wir jetzt bestimmen. Dafür brauchen wir als allererstes die allgemeine Formel. Sie lautet y ist gleich mx plus n. Als erstes rechnen wir das m raus. Das ist der Anstieg. Und wir rechnen ihn wie folgt aus. M ist gleich Delta Y durch Delta X. Das ist nichts anderes als die Angaben Y2, also hier Y2, minus Y1 durch X2 minus X1. Minus x1. So. Das wenden wir auf unsere Punkte an. Dann ist es 10 minus 6 durch 3 minus 2. So, das sind dann 4 durch 1, also 4. Nun haben wir den Anstieg. Er ist positiv. Das sehen wir hier. Die Gerade steigt. So, nun haben wir das m und nun brauchen wir das n. Das n kriegen wir so raus. Wir nehmen uns einfach einen Punkt, es ist egal welchen, P1 oder P2. Ich nehme jetzt in dem Fall P1, so, in Koordinaten 2, 6. Und was wir noch kennen, ist das m. Das ist 4. Nun setzen wir, hier ist das x, hier ist das y, nun setzen wir die Angaben, die wir haben, in die allgemeine Formel ein. So, dann ist es hier 6 ist gleich 4 mal 2 plus n. Das n wissen wir nicht, das wollen wir herauskriegen. Also heißt es dann 6 ist gleich 8 plus n. Nun könnten wir das sehen, wie groß n ist, aber ich mache das jetzt einfach mal mit Umstellen. So, minus 8, also 6 minus 8 ist gleich n, also n ist gleich minus 2. Nun haben wir alle Informationen und die setzen wir in die allgemeine Formel wieder ein. So, y ist gleich m, das haben wir hier ausgerechnet, das ist 4. Dann haben wir das x plus n. Das n ist 2, also unsere fertige Funktionsgleichung lautet y ist gleich 4x minus 2. Also, ich habe für euch noch einen kleinen Merkzettel vorbereitet, wo ihr seht, wie ihr bei solchen Aufgaben, wo zwei Punkte gegeben sind und ihr wisst, es ist eine lineare Funktion, vorgehen solltet. Also, als erstes braucht ihr die allgemeine Formel. Danach rechnet ihr den Anstieg aus. Also y2 minus y1 durch x2 minus x1. So, jetzt nehmen wir einen Punkt, also P1 oder P2 und nehmen daraus die Informationen für x, y und m haben wir ausgerechnet. Das setzen wir alles in die allgemeine Formel ein und bestimmen das n. Nun kennen wir das y, das x, das y, das m und n und für die Funktionsgleichung brauchen wir jetzt nur das m und n und das setzen wir hier ein und so haben wir eine Funktionsgleichung für eine lineare Funktion.